Dank für die Einladung, vor so einem hochkarätigen Publikum zu sprechen. Ich freue mich sehr. Ich möchte heute ein bisschen über partizipatives Stadtmarketing sprechen. Ich freue mich, dass das so ins Orchester der vorherigen Redner passt, dass ich eigentlich nichts Neues erzähle, sondern nur einige Teile noch einmal wiederhole und ein bisschen fokussiere. Nun, als allererstes, wir haben das schon mehrfach gehört, es geht bei Marken nicht um Logos und Slogans. Das ist ein Kommunikationsteil, den man nutzen kann. Das ist nicht der Fokus. Ich will da gar nicht viel mehr zu sagen als unser Vorredner. Ich will das nur noch einmal unterstützen, denn immer wieder die gleichen Geschichten zum selben Thema, das ist das, was hängen bleibt. Das haben wir eigentlich angefangen, diese Marken- und Logo-Geschichte, weil wir das aus dem Produktmarketing so gelernt haben. Das Produktmarketing sagt nämlich, wir müssen uns reduzieren, wir müssen uns fokussieren auf einen Aspekt, auf den sogenannten Markenkern. Wir haben also ein komplexes Produkt, komplex in Anführungsstrichen, wenn man das mit Städten vergleicht, wie beispielsweise ein Auto mit Hubraum und PS und Verbrauchswerten und all diesen ganzen Krams. Und das reduzieren wir auf eine Sache und da ist dann BMW Freude am Fahren eben anders als Audi Vorsprung durch Technik. Sind wir ganz ehrlich, die produzieren genau das Gleiche. Es ist ein Auto, es bringt uns sicher von A nach B. Aber die Positionierung, Freude am Fahren, sportlich, ist eben anders als Audi, Vorsprung durch Technik in dem Technikbereich. Und das ist das, was im Produktmarketing gemacht wird. Wenn wir das allerdings auf Städte übertragen, dann kommen wir, und das haben wir in der Vergangenheit vielfach gemacht, kommen wir zu der Frage, wo ist denn unser gemeinsamer Nenner, wo ist denn unser Markenkern? Und dann fängt man wieder an, ja, Kunst und Kultur gehört irgendwie, alle Städte haben Kunst und Kultur. Es ist natürlich auch Green City, Smart City, alles so Stichwörter, die ständig immer wieder zu hören sind. Und am Ende einigen wir uns, das hat der Herr Pirk auch schon gesagt, auf das Thema Vielfalt. Das ist das Einzige, wo wir uns vorstellen können, dass da alle unsere Bürger auch noch mitmachen, dass da alle unter diesem Dach zusammenarbeiten. Und dann haben wir eben einen groben Begriff. Aber was ist denn das für eine Stadt? Welche Stadt hat beispielsweise den Slogan Vielfalt ist unsere Stärke? Ist es Toronto? Aber hat das irgendjemand hier im Raum gewusst? Kann irgendjemand sagen, wer das ist? Nein, das kann jeder sein. Und das ist das Problem, das wir haben, wenn wir uns zu spitz versuchen, auf einen Teil zu konzentrieren. Und das ist eben auch ein großes Problem, wenn wir dann versuchen, Bürger mit einzubinden. Und dann fallen noch die Werber über die Städte her. Ich darf da so despektierlich drüber reden. Ich war selber einer, bevor ich in die Wissenschaft gegangen bin. Und entwickeln dann auch noch bunte Logos, die Vielfalt zeigen sollen. Und das sind alles reale Logos, die im Endeffekt alle das Gleiche sagen. Ja, wir sind bunt, wir sind vielfältig. Aber das ist doch nicht das, was eine Stadtmarke ist. Nein, beim Stadtmarketing und bei der Stadtmarke würde ich vielmehr das Bild von einem Gericht zusammennehmen. Wir haben da verschiedene Zutaten, das können auch ganz banale Zutaten sein, wie Tomaten oder Kartoffeln. Jede Stadt hat irgendwie, oder fast jede Stadt hat irgendwie Wasser, eine Tomate. Jede Stadt hat Kultur, eine Kartoffel. Aber die Kombination dieser verschiedenen Zutaten machen ein einzigartiges Gericht. Und die Frage ist, wie kann man die Komplexität einer Stadt so erhalten, dass man gleichzeitig viele Themen kommunizieren kann und sich trotzdem fokussieren kann. Denn Fokussierung, auch das haben wir eben schon gehört, ist wichtig. Wir können nicht alles machen. Wir müssen uns zusammensuchen, was ein gutes Gericht, was ein überzeugendes Gericht ist für unsere Stadt. Die Hamburger Schule wurde auch schon angesprochen. Ist schön, dass das jetzt auch schon so genannt wird. Wir benutzen in unserer Definition von Marke deswegen den Fokus auf das sogenannte Markenwissen. Also ich will das jetzt gar nicht großartig vertiefen. Ein Netzwerk von Assoziationen im Kopf des Konsumenten. Und Konsumenten können in diesem Fall alle Benutzer und Bewohner, Besucher oder auch Unternehmen von Stadt sein. Das heißt, es ist im Kopf der Konsumenten. Und das ist für uns im städtischen Bereich oder im Stadtmarketing auch als Bürgermeister nicht ganz einfach. Denn wir haben auch heute schon was über Amsterdam gehört. Der Bürgermeister von Amsterdam kann so viel erzählen, dass Amsterdam über Grachten, es ist da um Grachten geht oder Kultur. Was sind Ihre ersten Assoziationen zu Amsterdam? Haschisch. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und das ist nicht schlimm. Das ist eine Gegebenheit, das ist etwas, mit dem wir einfach arbeiten müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das starke Assoziationen im Kopf der Konsumenten sind. Für einige hat das auch Markentreiberwirkungen, die wollen dorthin als Tourist, um das zu sehen, für andere nicht. Da müssen wir eben schauen, für welche Zielgruppe was wichtig ist. Wir müssen aber damit arbeiten.
Und wie arbeiten wir damit? Naja, dieses Markenwissen wird beeinflusst durch Kommunikation. Und zwar durch die Kommunikation des Ortes. Und wie kommunizieren Orte? Naja, wir wissen das alle intuitiv, aber die Wissenschaft hat das natürlich, was wir wissen, auch nochmal in Modelle gegossen und in Konzepte. Einmal natürlich durch die physische Kommunikation. Das ist das Leuchtturmprojekt. Das sind aber auch die kleinen Projekte, wie hier in einer Stiftung gemacht werden, die verschiedenen Schulhöfe oder Ähnliches, die dann die Quartiersentwicklung machen. Das sind auch die Menschen vor Ort. Wir haben heute gelernt, dass Düsseldorf ohne Düsseldorfer, die einem zeigen, wo die Pokémon-Brücke ist, eben kein gutes Düsseldorf ist. Das heißt, es ist auch unser Verhalten, das ist das, was wir reell sehen, das Wasser, wenn es vielleicht keine Berge gibt, es ist eben eine andere Stadt, als wenn ich in München bin und die Berge sehen kann. Dann ist es die werbliche Kommunikation. Das machen wir im Stadtmarketing ja jeden Tag. Und auch da haben wir ja schon gehört, dass das nicht die stärkste Form der Kommunikation ist. Und auch alle unsere Untersuchungen zeigen das, dass das eigentlich das Schwächste ist. Das ist das am wenigsten Effektivste. Die Broschüren, auch das, was der Bürgermeister offiziell erzählt, all das hat nur wenig Einfluss im Verhältnis zur physischen Kommunikation oder zu dem dritten Teil, zu dem, was wir Mund-zu-Mund-Propaganda oder auf Neudeutsch Word of Mouth nennen. Was wir heute gehört haben über London und die Bilder, die wir dazu gesehen haben, oder über Amsterdam, das hat sie beeinflusst. Ich habe auf der Fahrt gestern im Zug, habe ich Herrn Pirk erzählt, dass wir jetzt immer eine Stunde früher aufstehen bei dem schönen Wetter, ich wohne in Kopenhagen, und dass ich jeden Morgen an den Strand gehe und meine Füße ins Wasser halte. Und dann habe ich mir noch ein Foto gezeigt mit dem schönen Sonnenaufgang da und er sagte, boah, das ist schon eine Stadt, da kann man toll leben. Und ich glaube, dass ich mit diesem einen Satz und diesem einen Bild viel mehr getan habe, dass Herr Pirk sich vielleicht überlegt, doch nach Kopenhagen zu ziehen oder zumindest als Tourist dort einmal hinzugehen. Viel mehr als jede Broschüre tun kann, weil das sind die persönlichen Geschichten, die wir vorantragen. Und dafür brauchen wir die Bewohner. Und das macht Bewohner eben so eine besondere Zielgruppe oder eigentlich die wichtigste Zielgruppe. Selbst wenn wir Standortmarketing machen, Unternehmen anziehen wollen, selbst wenn wir Tourismusmarketing machen, es sind die Bewohner, die wir brauchen. Und zwar einmal, weil sie Teil des Ortes sind. München ist ohne Münchner eben nicht das Gleiche. Aber eben auch, weil sie Markenbotschafter sind, weil sie solche Geschichten erzählen, weil sie kommunizieren und das eigentlich der stärkste, und auch das zeigen wieder alle unsere Untersuchungen, der stärkste Multiplikator für das Markenwissen sind. Und natürlich sind sie auch unsere Bürger. Sie haben also sie geben uns eine Legitimation für das, was wir tun, denn alles, was wir tun, tun wir ja für unsere Bürger. Und da haben wir im Stadtmarketing viel zu tun oft und auch eben viel Widerstand zu erleben. Und das ist etwas, das wir im Stadtmarketing aushalten müssen. Denn natürlich ist die Stadt für alle da. Und nur weil wir jetzt gesagt oder wir herausgefunden haben, das sind die Themen, die am effektivsten sind, heißt das nicht, dass man eine Stadt nicht anders kommunizieren kann. Jeder darf seinen eigenen Blog machen, jeder darf seine eigene Stadtgeschichte erzählen. Das ist völlig in Ordnung. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass es zu großen Konflikten führt. Und all diese Leute, vielleicht der Steineschmeißer dort nicht, aber all diese anderen Leute, die tun ja aktiv etwas für ihre Stadt. Die mögen ihre Stadt, die sind damit identifiziert, die sind vielleicht nicht die haben vielleicht nicht das gleiche Bild von der Stadt wie wir, aber sie haben eine starke Identifikation. Sie kümmern sich noch um die Stadt. Es ist Teil ihrer Identität. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass Bürger sagen, sure, fine, whatever, ist mir total egal, ich lebe da halt, ich arbeite woanders, wenn ich Freizeit habe, fahre ich in die nächste Stadt und mache da lieber da was. Wenn ich Leuten was erzähle, dann erzähle ich lieber, wo ich diese Woche in Düsseldorf was gemacht habe, weil Düsseldorf ist viel besser als in der Stadt, wo ich hier in der Gegend wohne. Und hier möchte ich noch einmal ein bisschen was von Shakespeare klauen. Das Gegenteil von Liebe ist nämlich nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Solange sie jemand hasst, solange identifiziert er sich noch mit der Stadt und kümmert sich darum. Als keine Aufmunterung. Wenn wir also wissen, was wir kommunizieren sollen am effektivsten, wenn wir also unsere Markenanalyse gemacht haben, dann ist die Frage, welche Geschichten können wir denn nehmen, um genau diese Themen immer wieder zu erzählen? Da geht es um die Bürger, da geht es darum, was diese Leute machen, was diese Leute ausmachen, wie wir quasi das, was eine Stadt ausmacht, dann auch kommunizieren können. Und natürlich auch die Frage, wie wir kommunizieren, auch da haben die Bürger eine, wie ich schon erwähnt habe, eine starke Bedeutung. Diesen Ansatz nennen wir im Marketing Storytelling. Und beim Storytelling geht es eben nicht darum, dass wir Märchen erzählen, sondern es geht darum, dass wir eine Geschichte erzählen über ein Problem, das ein Kunde auch hat, mit einer Lösung, die für ihn relevant ist
und das Ganze in einem unterhaltsamen und interessanten Rahmen. Beispiel aus der Stadt. Jeder Bürger, jeder Besucher, jedes Unternehmen muss jeden Tag von A nach B. Bei uns in Kopenhagen, meiner Wahlheimat, haben wir dafür eine Lösung. Fahrradwege, Fahrradleitsysteme. Bei uns sind die Hauptrouten, da sind die Ampeln nicht nach Autos getaktet, sondern nach Fahrradgeschwindigkeit. Das ist eine Lösung, die diese Stadt gefunden hat und gesagt hat, das ist uns, für dieses Thema wollen wir stehen. Das ist eins der Themen, in Kopenhagen sind es sechs Themen, eins der sechs Themen, für die sie bekannt sein wollen. Ein Problem, A nach B, mit einer Lösung, die für ihn relevant ist, in einem unterhaltsamen Rahmen. Hier habe ich Ihnen auch ein paar Beispiele genommen. Und das ist das, was Kopenhagen jeden Tag macht. Auf der Homepage, auf der Website gibt es Geschichten, teilweise über, hier das Beispiel, ein Fahrradhersteller. Weltmarktführer im Lastenfahrrad, in der Produktion von Lastenfahrrädern, Christiania Bikes. Das sind interessante Geschichten, die dann von den Medien aufgenommen werden, die erzählt werden, wo es lustige Bilder gibt, wie Studenten damit ganze Umzüge machen, IKEA-Schränke in diesen Fahrrädern transportieren und so weiter und so fort. Das sind auch lustige kleine Sticker, die verteilt werden und dann irgendwann über die ganze Stadt verteilt waren. Das sind vielleicht auch YouTube-Videos, die von irgendwelchen Kunsthochschulen gedreht wurden, wo es hier in dem Fall darum ging, man wunderte sich, man sah immer so eine Person, die Fahrradfahrer anhielt und umarmte und immer Danke sagte und nochmal an die Nächsten und dann macht er immer eine Strichliste und man wundert sich, was macht dieser Mensch da? Dann wurde herausgezoomt und dann sah man auf dieser Liste heute Leuten danken, die ihr Auto zu Hause gelassen haben und dafür das Fahrrad genommen haben. Das ist ein kleines YouTube-Video einer Kunsthochschule gewesen, das hier war es noch ganz am Anfang, aber das am Ende viral gegangen ist und immer die gleiche Geschichte erzählt hat. Hier in dieser Stadt kann man alles mit dem Fahrrad erreichen und das ist etwas, was Leute überzeugt von Kopenhagen als Wohnort und eben genau dieses Kopenhagen ist schön, weil erklärt. Und das kann man eben auch ganz strategisch nutzen. Ich habe hier ein anderes Beispiel, auch das haben wir schon gehört, Hamburg, hier heißt das nicht Themen, sondern Markenbausteine. Und auch da ist die Frage, wie kann man da die Bürger stärker einbinden? Viele der Aktionen, die Bürger machen, ganz von sich aus, ganz alleine, basieren auf dem, wie die Stadt, auf den Stärken der Stadt. Deswegen sitzt die Stadt ja so stark. Also einer dieser Markenbausteine, das kann man nicht lesen, ich lese sie vor, Wachstum und Umwelt. Wenn wir dort eine Geschichte finden wollen, die mit Bürgern zu tun hat, dann müssen wir uns nur umschauen. Es gibt Gartenvereine, die Dächer begrünen. Urban Gardening, großer Hype seit den letzten Jahren. Diese Geschichte, dieser eine Gartenverein erzählt genau das, was wir in die Köpfe bringen wollen. Das ist eine Geschichte, die man variieren kann, die genau das Thema erzählt. Und warum sollte man nicht diesen Gartenverein als Beispiel unterstützen? Warum sollte man diesen nicht mit in die Kommunikation reinnehmen? Dafür braucht man Strukturen, auch über Strukturen haben wir heute schon was gehört. Ein Beispiel sind eben solche Möglichkeiten des Fundings, dass man sagt, okay, wenn Bürger eine Geschichte haben oder eine Aktion oder ein Verein sind, die zu einem dieser Markenthemen passt, dann können die sich dann können Sie dort nach Geld oder können Sie einen Antrag auf Unterstützung stellen. Da geht es oft gar nicht um große Beträge. So ein urbaner Gartenverein freut sich auch über Kleinstbeträge. Was aber viel wichtiger ist, ist die Unterstützung und über eine Realisierung. Als ich noch Student war, wollten wir bei uns in der Uni eine Gummibootregatta auf dem Hamburger Stadtparksee organisieren. Also so ein bisschen so wie Oxford und Cambridge, so gegeneinander in knallroten Gummibooten, die verschiedenen Universitäten. Super Idee, wir fanden wir alle total begeistert, haben dann wochenlang organisiert, Leute angerufen. Und das Schwierigste und woran es fast gescheitert war, auf dem Stadtparksee diese Veranstaltung durchführen zu dürfen, war doch komplizierter, als wir uns das gedacht haben. Wir mussten dann Bezirksamt und alles so weiter und so fort, da fährt auch der öffentliche Nahverkehr, also so Fähren längs, die mussten dann da einen Umweg fahren für die eine Stunde. Riesenaufwand. Und wir haben uns dumm und dämlich, um das mal so zu sagen, telefoniert, bis wir die richtigen Leute an der Strippe hatten. Das Stadtmarketing oder Sie als Stadtverwaltung oder Stadt als Bürgermeister, Sie wissen, wen Sie anrufen müssen, um sowas zu realisieren. Und das ist der Punkt, wo wir wirklich unterstützen können, wo wir vom Hüter der Marke und vom alleinigen Markenbesitzer zum Unterstützer werden, dass die Bevölkerung die Marke auch leben kann. Gleiche Sache sind Medien. Ich war im Sportverein stark aktiv, wir haben immer Pressemitteilungen geschrieben, wir sind deutscher Meister geworden im Fechten, in der Gruppe.
hat keine Zeitschrift geschrieben. Weil wir sehr schlechte Pressemitteilungen geschrieben haben. Weil ich keine Ahnung von Pressemitteilungen hatte damals. Auch das ist etwas, das kann das Stadtmarketing, die wissen, wen kann ich anrufen, wem muss ich das geben, wie muss ich das schreiben. Da sind die Bürger, sind begeistert, wenn sie solche Hilfe bekommen. Und das ist für sie, es ist eh ihr täglich Brot, relativ geringe Ressourcen dafür, dass sie eine sehr wertvolle Geschichte geliefert bekommen haben, die dann vielleicht eben dazu führt, dass sie in den Medien wieder und wieder erzählt wird. Dazu brauchen sie natürlich die, wie gesagt, die Strukturen, sie müssen die Themen kennen, sie müssen wissen, das sind meine Stärken, sie müssen sich fokussieren, sie können nicht alles erzählen, sie müssen schauen, was für Ziele verfolge ich, beispielsweise wie Hamburg mit seinen Markenbausteinen oder eben wie Kopenhagen mit seinen 6 Themenfeldern. Sie müssen die Struktur schaffen, sie müssen den Leuten auch erklären, wie sie denn sich dort bewerben können. Das kann eine Online-Bewerbung sein, sehr klein, schnelles Formular, wo Sie erklären, wie passt meine Veranstaltung, das, was ich gefördert haben will, denn zu dieser Marke. Und natürlich unterstützen, durchführen, am Ende die Erfolgskontrolle. Und auch das kann man nicht oft genug sagen, auch hier erzähle ich Ihnen nichts Neues, das hat Birk auch schon erwähnt. Am Ende müssen Sie auch Rechenschaft ablegen, dass sie das Geld sinnvoll einsetzen, und Erfolgsmessung ist etwas, das wir im Stadtmarketing, weil es so komplex ist, momentan noch vernachlässigen. Was wir dafür brauchen, ist ein nach innen gerichtetes, wir nennen das Community Branding. Auch wenn sie nach externen Leuten schielen, auch wenn sie neue Bewohner haben wollen, Unternehmen haben wollen, sie brauchen dafür in der Zusammenfassung einen nach innen gerichteten Marketingansatz. Sie müssen die Leute dafür begeistern, sie motivieren, im Sinne dieser Marke ihre Geschichten dazuzugeben. Und da haben wir das mit den Künstlern oft das Problem, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen wollen. Und das ist wichtig, dass man diese Gratwanderung schafft. Es geht hier nicht darum, natürlich nutzen wir die Geschichten, aber es geht eben auch darum, die Stadtentwicklung oder diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, das zu machen, was sie tun wollen. Und wenn wir es schaffen, von diesem Image als Marke, als Markenmanager, von diesem bösen, wir kontrollieren hier alles Image, zu einem Unterstützer-Image zu kommen, dann haben wir viel getan, weil dann arbeiten nämlich auch Künstler gerne mit uns zusammen oder eben der Gartenverein oder ähnliches. Dafür braucht es im Stadtmarketing ein Umdenken, und ich bin froh zu sehen, dass dieses Umdenken schon seit einigen Jahren anfängt in vielen Städten. Und auch hier heute, wenn ich die Vorredner höre, dass dieses Umdenken immer stärker auch real zu sehen ist. Im Stadtmarketing geht es nicht immer nur um die Außen, die neuen Leute, sondern das Wichtige ist, auch seine Bewohner zu behalten, die Leute, die vor Ort sind, glücklich und zufrieden zu machen, weil dann erst kommunizieren sie nach außen. Ich nehme da immer die Metapher von einem Mobilfunkanbieter. Natürlich will ein Mobilfunkanbieter Neukunden, aber das Geld bekommt der Mobilfunkanbieter von den Bestandskunden. Und Bestandskunden sind deswegen ein viel wichtiger Punkt, ein viel wichtigere Zielgruppe als Neukunden. Und auch das sehen wir hier im Stadtmarketing. Deswegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und überlegen Sie, wie Sie die tollen Sachen, die Sie in den Städten haben, von Ihren Bewohnern einbringen können und diese Leute unterstützen können, das zu machen, was sie am besten können, die Stadt zu einem lebendigen und einem lebenswerten Ort zu machen. Vielen Dank.